Wir haben heute Besuch aus Münster, Mike Bruns zu Gast von der Agentur BioFusion und wir sprechen über Google Analytics für kleine und mittelständische Unternehmen. Mike, warum ist Google Analytics oder Webanalyse wichtig für kleine und mittelständische Unternehmen? Das Problem ist ja häufig, jemand baut eine Website und weiß aber nicht so wirklich, wofür er diese Website gebaut hat. Und mit Google Analytics hat man eben die Möglichkeit, zum einen zu schauen, wer besucht diese Website und auch, was habe ich von dieser Website. Also da sind natürlich Ziele ganz essentiell, die man sich mit dieser Website setzt. Also beispielsweise Verkäufe oder ich sag mal bestimmte Verweildauer, dass jemand sich interessiert für das Unternehmen. Oder es geht eben grundsätzlich um Benutzerdaten, die mir helfen, meine Website zu verbessern. Und was denkst du sind die wichtigsten Kennzahlen für kleine Unternehmen? Das ist immer eine sehr gerne und viel gestellte Frage. Es gibt eigentlich nicht die eine Kennzahl, sondern es gibt nur die Kennzahlen, die helfen, die Zielerreichung zu verbessern. Das heißt also, stell dir vor, du würdest eine Website bauen mit dem Ziel, mehr zu verkaufen. Dann sind natürlich Daten für dich interessant, sowas wie die E-Commerce Conversion Rate oder die Umsatzzahlen. Wenn du aber sagst, ich möchte grundsätzlich das Benutzerverhalten auf meiner Website optimieren oder ich möchte, dass sich Benutzer grundsätzlich wohler fühlen, dann kommen vielleicht Absprungraten, Verweildauer und so weiter plötzlich zum Tragen. Und so ist es eben sehr stark abhängig von den Zielen, die sich der Website-Betreiber setzt, welche, ja, KPI nennt man es ja immer gerne, wichtig sind am Ende. Also eine ganz, ganz individuelle Sache. Es ist total individuell. Es wird leider auch häufig unterschätzt. Also das geht dann zum Beispiel auch ins Thema Dashboarding rein. Auch gerne gefragt, welches Dashboard baue ich mir denn, das dann quasi alles abdecken kann. Und auch da zählt dann am Ende, bau dir ein Dashboard, das genau die KPI beinhaltet, die für die Zielerreichung wichtig sind. Magst du für unsere Zuschauer nochmal ganz kurz das Wort Dashboard erklären? Gerne. Ein Dashboard ist im Prinzip eine Übersichtsseite, die im Wesentlichen ja, schnelle Einblicke in die Performance der Website liefern soll. Also eine grobe Übersicht über das, was die Website kann. Was sind denn Conversions und wie lassen die sich mit Google Analytics zum Beispiel messen? Also eine Conversion kann quasi alles sein, was der Website-Betreiber möchte. Also es gibt natürlich sogenannte Makroziele, die man sich auf einer Website setzt. Das kann beispielsweise ein Kauf sein oder es kann vielleicht auch sein, dass sich ein Kunde registriert. Es können aber auch kleinere Ziele sein, sowas wie jemand möchte einen Katalog downloaden und später vielleicht erst einen Kauf tätigen oder jemand klickt auf ein bestimmtes Element. Das alles können Ziele sein, die mit einer Website erfasst werden und für die es dann letztendlich auch eine Conversion Rate geben kann. Das heißt, so und so viele Besucher von meinen 100 haben dieses Ziel erreicht und dann hat man eben eine Conversion Rate. Also wenn wir da mal Beispiele für kleine Unternehmen nennen, wäre das beim Friseur zum Beispiel eine Conversion? Was könnte eine Conversion sein? Dass jemand vielleicht einen Anruf tätigt oder ein Formular abschickt für eine Terminvereinbarung oder vielleicht auch grundsätzlich nur die Kontaktseite besucht, um herauszufinden, wo dieser Friseur ansässig ist. Vielleicht eine Preisliste erfragt oder Ähnliches. Und welche Besonderheiten gibt es für mich, wenn ich einen Online-Shop habe? In Online-Shops zählt ja, ich sag mal, als großes oberes Ziel natürlich, wie viel Cash kommt rein. Also, wie viel verkaufe ich? Und dafür ist natürlich ganz wichtig, gerade mit Google Analytics, das E-Commerce-Tracking zu aktivieren. Das ist eigentlich essentiell, das zu tun. Mit dem E-Commerce-Tracking wird man eben in die Lage versetzt, die Umsätze, die man mit dem Online-Shop tätigt, an Google Analytics zu übermitteln. Also zum einen, wie viel ist gesamt verkauft worden, was haben Produkte an Einzelumsätzen gebracht, was haben wir an Steuern und Versand gezahlt und so weiter. Und für Online-Shops ist das einfach so das Kerngeschäft. Und das kann man eben sehr, sehr gut mit Analytics abbilden. Und daraufhin dann auch wieder beispielsweise Dashboards bauen, die dann zur Optimierung dieser Maßzahlen führen, die sich daraus ergeben. Und was würdest du einem Unternehmer empfehlen, der sagt, okay, ich möchte jetzt mit Webanalyse starten, ich möchte Google Analytics nutzen. Wo soll er anfangen? Am besten mit der Implementation. Bevor man das tut, sollte man sich überlegen, wofür will ich das nutzen. Also im Prinzip, bevor man eine Implementation startet, muss eine Strategie her, wofür will ich das Ganze benutzen. Wozu dient meine Website? Dient sie ausschließlich zum Verkauf oder möchte ich sie auch fürs Branding nutzen oder möchte ich damit bestimmte andere Ziele erreichen, dass Leute meinen Katalog runterladen? Und dementsprechend muss Analytics dann am Ende auch eingerichtet werden. Das muss man also machen, bevor man sich überlegt, wann es denn losgehen soll damit. Welchen Geheimtipp
würdest du zum Abschluss einem Unternehmer mitgeben? Ja, es ist eigentlich kein Geheimtipp. Es ist einfach so mein genereller Tipp, den ich jedem geben kann, der sich mit Analytics beschäftigt. Man sollte sich immer Ziele setzen. Jede Analyse ist ohne Ziel quasi wertlos. Wenn man nicht weiß, was man erreichen möchte mit einer Website, beispielsweise seine Absprungraten zu verbessern oder mehr zu verkaufen, dann ist man auch nicht in der Lage zu sagen, welche Maßnahmen man einleiten soll. Geschweige denn, ist man nachher in der Lage zu messen, ob das einen Erfolg gebracht hat. Weil nur wenn man wirklich sich auch, ich sag mal, sinnvolle Ziele setzt, ist es eben auch möglich, Metriken dazu zu finden, die diese Ziele genauer beschreiben. Ja, wie ihr seht, Google Analytics und Webanalyse generell ein sehr umfassendes Thema. Mehr dazu findet ihr auf unserem Blog, den wir euch hier unten verlinken. Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Wie gesagt, spannendes Thema. Und falls ihr mehr wissen wollt, auch gern bei Blue Fusion vorbeischauen. Sehr, sehr kompetente Jungs. Ja, danke schön. Hat mir auch Spaß gemacht heute hier bei euch. Unseren kostenlosen Leitfaden zu Google Analytics findet ihr zum Download auf unserer Webseite.